Servus aus Lödesalb. Heute mal ein ganz anderer Tag. Marius und ich haben heute Morgen früh von 8 bis 13.30 Uhr gearbeitet. Wir haben jetzt 13.30 Uhr und sind jetzt erst auf den Berg gegangen. Ganz ungewöhnlich für uns. Aber gestern Abend ist es so lang geworden. Da haben wir bis 22 Uhr gearbeitet und haben erst um 22 Uhr zu Mittag gegessen. Das heißt, es war so zu gestern, dass wir uns heute entschlossen haben, heute mal, ja, mal 8 Stunden zu schlafen. Und dann erst die Videos zu schneiden, unsere Büroarbeiten zu machen und auf den Berg zu gehen. Und heute steht der Skitag im Vordergrund, des Cruising, ein bisschen schön Skifahren, ganz easy. Vielleicht nachher mal noch ein bisschen das Tanzbein schwingen, einfach mal die Baumseelen lassen. Und da nehme ich euch mit rein. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Unterhaltung. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ich mal so Tage habe, wo ich wirklich chillen will, cruisen will, dann ist es für mich auch immer cool, mal ein bisschen weniger zu reden, einfach mal den Moment zu erleben und sich nicht immer irgendwelchen Gedanken hinterher zu laufen, sondern einfach ganz cool die Atmosphäre aufnehmen und einfach an nichts denken, sondern einfach nur wahrnehmen. Ist unwahrscheinlich gut für mich, um meinen Geist zu entspannen, damit ich dann, wenn ich mal wieder arbeiten muss, dann umso fokussierter arbeiten kann, weil mein Geist dann ganz relaxed ist. Ich würde das vielleicht, wenn ich jetzt mit dem Sport vergleiche, wenn die Muskulatur überanstrengend ist, dann geht man ja in die Sauna oder man isst mehr Eiweiß oder ja, mehr Minerale, mehr Vitamine. Und so ist es auch mit dem Kopf. Der Kopf ist auch ein Muskel, der auch ab und zu Entspannung braucht. Und Entspannung heißt für den Kopf, wenn man einfach mal an nichts denkt. Und das mache ich jetzt gerade, wenn ich nicht gerade am Drehen bin. Und lebe einfach mal diesen wunderschönen Moment hier in Lödesalb, in Alpe d'Huez mit diesem wunderschönen Bergpanorama, mit diesen kalten Temperaturen und dem Sonnenschein. Einfach nur der Wahnsinn. Ruhe und Gelassenheit ist der Normalzustand des Menschen. Häufig im stressigen Alltag geht das immer so ein bisschen unter. Man fühlt sich einfach gestresst, man verkopft viele Dinge, die eigentlich einfach scheinbar nur kleine Probleme sind. Und dann ist es einfach das Beste, den Kopf frei zu blasen, vielleicht zu meditieren oder meditative Tätigkeiten auszuüben, wo man einfach voll in dem Moment ist, in der Sache ist. Und da finde ich ja Skifahren in der Natur unwahrscheinlich geil, weil man einfach voll fokussiert und voll in der Skitechnik ist, Skifahren kann, Spaß hat, Geschwindigkeit spürt und ja, das Erlebnis am Berg einfach ja, voll mitnehmen kann, wenn man die Sache nicht verkopft. Ganz, ganz wichtig. Und in dem Sinne beende ich jetzt auch schon den Skitag. Wir sind 2-3 Stunden Ski gefahren und jetzt wollen wir uns hier nochmal ein bisschen bespaßen. Tanzen vielleicht mal Nahrung trinken, weil es arschkalt ist und ja, einfach mal die Seele baumeln lassen, was auch mal ganz wichtig ist, neben dem Alltag. Denkt euch vielleicht, okay, das ist hier nur Skifahren oder das ist hier nur Skifahren und trainieren oder irgendwas, aber in Wirklichkeit seht ihr gar nicht den Rattenschwanz, der dahinter steckt. Ich muss schon nur am PC arbeiten und Vollgas gehen, damit wir unsere Ziele erreichen und dann tut es auch mal sehr, sehr gut, die Kamera beiseite zu legen und einfach mal für sich Ski zu fahren und nicht nur daran zu denken, wie ich jetzt den besten Shot reinkriege, das Intelligenteste sage oder den besten Tipp raushaue. In dem Sinne gehen wir jetzt hier mit feiern und
einem entspannenden Skinachmittag werden Marius und ich jetzt mal ein abgewandeltes Fit4Ski-Workout machen. Eigentlich wollten wir ein sogenanntes 100er-Workout machen, aber nachdem wir das einer Freundin erzählt haben und die uns gebeten hat, nochmal 20 Wiederholungen für sie mehr zu machen, machen wir jetzt ein 120er-Workout. Das heißt, von jeder Übung 120 Wiederholungen. Und das Beste ist, dass... Wow! Das Beste ist, Marius und ich mal in die Competition gehen werden und uns battlen werden. Marius, are you ready for Maha Battles? Ja, sicher. Hier ist gut, oder? Also der Gewinner steht ja schon fest. Danke, danke. Okay. Julian erklärt uns jetzt mal, was hier gemacht wird. Ja, es gibt ja in ganz vielen Fitnessstudios das Langhantel-Workout. Wir machen mal jetzt das Lang-Ski-Workout. Und zwar erste Übung. Liegestützen. 25 Stück. Zweite Übung, Rudern. Schulterbreit greifen und dann zack. 25 Stück. Dann umsetzen, Military Press. Dann geht's weiter aus dem Military Press in den Nacken. Und dann machen wir Lunges. Danach umsetzen. Umdrehen, Bizeps, 25 Stück. Danach umsetzen, hoch und Trizep. Und dann geht's wieder in die Liegestütze. Und das Ganze fünfmal? Viermal. Fünfmal. Für unsere Freundin, die sagte, dass wir 20 Wiederholungen finden. Ja, dann kann ich aber der letzten kann ich ja 20 machen. Nein, machen wir 25. Machen wir 125? Okay. Also nennen wir das Ganze 125er Workout. Okay. Okay, dann sage ich mal fairer Fight, oder? Julian, viel Erfolg. Ja, dir auch. Du wirst das schon nicht schaffen. Sätze, fertig, los. Durch, Junge, zieh durch! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Luft holen. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Geil! Stark! Ich hab mal hart, ey. Das ist nach der zweiten Runde. Oh fuck, ist das anstrengend, oder? Richtig anstrengend. Mich haben vor allen Dingen, die Brust hat mich gekillt. Bis zur vierten Runde war ich tatsächlich, glaube ich, noch relativ gleich auf. Aber dann die Brust. Naja, ich hab mir schon gedacht, was gibt der jetzt beim Trizeps so Gas? Danach in die Brustmuskel habe ich extra langsamer gemacht, damit ich dann mal die Brust bei Dampf habe. Ja, das ist halt die schlau. Die Theorie kenne ich nicht, aber ist richtig. Kann sein, ja. Okay, aber nice. Cool, gut, geiles Workout. Jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen was zu essen verdient, ne? Und eine Dusche. Auf jeden Fall. Genau, unser romantisches Maha-Dinner. Nach dem harten Training haben wir uns eine gute Mahlzeit verdient. Eine französische Mahlzeit. Französische Mahlzeit mit französischem Rotwein, Baguette, Président. Ja. Und so weiter und so fort. Und französische Marmelade. Konfitüre. Besser geht's und gar nicht. Genau. Wir lassen den Tag jetzt schön ausgehen, ganz entspannt. Gehen vielleicht nachher noch auf die Party hier von Snortracks. Ja. Aber die seht ihr dann auf Marius' Kanal. Marius, unser Partyminister. Ja, nee, aber... Mama, Partyminister. Ja, genau. Also wir werden es ein bisschen mit reinnehmen, sagen wir es mal. Genau, so. Genau. Ist ja auch ein wichtiger Tag. Ja, das heißt wichtig, ne? Aber wir gehen ein bisschen aus. Haben heute Abend ein bisschen Spaß, aber hier mache ich heute Schluss. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mal ein bisschen lässiger. Ich habe heute ganz bewusst nicht so viel
gefilmt, weil ich ja, ein bisschen entspannen wollte. Ich hoffe, das ist trotzdem cool. Ich dachte, bevor ich überhaupt kein Video mache, mache ich zumindest mal so ein bisschen so ein Laber-Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir doch mit dem Daumen nach oben. Ich freue mich über jedes Abo und einen Daumen nach oben von mir kriegst du auf jeden Fall. Sehr gut, das freut mich schon mal. Und mach's gut, dein Julian. Ciao.